Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Lektion im Bereich Python bzw. auch Flask. Was wir heute machen wollen, ist sozusagen eine abstrakte Variante für beide Serien, weil wir heute was Wichtiges lernen. Und zwar wollen wir heute mit Datenbanken umgehen in Python. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr ein Webseiten-Frontend schreibt bzw. ein Webseiten-Backend schreibt mit Flask zum Beispiel, was wir jetzt die ganzen letzten paar Videos gemacht haben. Aber es ist natürlich auch unglaublich wichtig, wenn ihr irgendwie einfach Daten effizient speichern wollt oder sowas. Und ihr könnt im Endeffekt für Flask schon alles, was ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch auf jeden Fall aber noch zeigen, wie ihr natürlich euch mit der Datenbank verbinden könnt, weil das einfach wirklich sehr, sehr essentiell ist. Okay, was wir jetzt heute machen wollen, ist also Datenbanken und dazu benutzen wir SQLite 3. SQLite, sorry, ich sage immer das zweite L auch noch mit rein. SQLite 3. Und das ist super simpel, achtet darauf, ich habe hier theoretisch gar keine Datenbank, die sieht nur so aus, als wäre sie da. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen natürlich erstmal eine Datenbank anlegen. Achtung, ich werde euch hier nicht SQL beibringen, das findet ihr in meinen Web-Development-Tutorials oder könnt es vielleicht schon, könnt ihr euch dann einfach dort beibringen oder dort angucken. Das sind sehr, sehr viele Befehle, da kann man sehr, sehr viel falsch und richtig machen, es gibt sehr viel, was man dazu lernen kann und das alles in ein Video zu packen, ist ein bisschen Overkill und zweimal zu erklären muss ich auch nicht. Okay, aber was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen hier erstmal eine Verbindung aufbauen zu einer Datenbank. Das heißt, wir sagen hier SQLite3.connect. So, und hier müssen wir dann einfach die Datenbank angeben, in meinem Fall database.db, was natürlich für Datenbank steht, also dieses db hier hinten, beziehungsweise für database. Deswegen ist der Name recht naheliegend. Wenn sie noch nicht existiert, dann wird sie einfach erstellt. Und das ist ziemlich cool. Und jetzt können wir zum Beispiel irgendwelche Sachen drauf ausführen. Das heißt, wir können hier sagen con.execute und wir wollen eine neue Tabelle generieren. Create Table. Users zum Beispiel mit einem Namen, der aus Text besteht und mit einer Adresse, ADDR, die aus Text besteht. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier machen wollen. Dann können wir die Verbindung beenden. So, und wenn ich das jetzt zum ersten Mal ausführe, dann wird mich hier eine database.db angelegt. Ich kann die gerne mal aufmachen, aber wir sehen, wir können hier nicht wirklich was machen. Das Ganze ist im Binärformat. Wir können halt nur über so eine Datenbankverbindung auch wirklich Sachen dann abfragen. Also es ist nicht irgendwie JSON-Format oder sowas, sondern hier ganz normal das da. Okay. Was ich jetzt allerdings machen kann ist, und dazu muss ich das hier wieder auskommentieren, wenn ich das jetzt zweimal einfügen möchte, dann kommt natürlich hier ein Fehler, dass die Tabelle Users schon existiert. Das dürfte klar sein, man kann nur einmal eine Tabelle Users haben. Aber trotzdem, achtet darauf, dass ihr auch hier keine Datenbanken oder sowas generieren müsst. Die Datenbank an sich ist quasi database.db. Wenn ihr eine andere Datenbank haben wollt, dann nehmt ihr einfach einen anderen Dateinamen hier. Also nicht unbedingt alles gleich wie bei MySQL oder sowas. Falls ihr das gewohnt seid. Okay, so und was wir jetzt natürlich hier machen könnten, wäre zum Beispiel das Ganze mit Flask zu verbinden, ein Login zu schreiben und so weiter und so fort. Das würde ich aber euch als Übung sozusagen überlassen. Wir machen jetzt hier die Lite-Variante und nehmen einfach an, dass wir hier einen Namen haben. Name ist gleich sum und die Adresse ist gleich dude, auch wenn es keine richtige Adresse ist, was vielleicht auffällt. Aber wir wollen das natürlich jetzt hier einfügen. So, wie fügen wir das Ganze ein? Man könnte jetzt hier auch wieder über dieses con.execute nachdenken, ist fast korrekt, allerdings müssen wir uns noch entscheiden, wo wir einfügen wollen. Und das machen wir mit einem Cursor. Den Cursor, den bekommen wir hier im Cursor, ist gleich connection oder con.cursor. Und der gibt uns sozusagen an, wo wir gerade sind. Uns ist jetzt eigentlich relativ wurscht, wo wir das Ganze einfügen wollen. Und deswegen sagen wir jetzt hier cursor.execute. Und können jetzt hier einfach ein Insert ausführen, also Insert into Users, halt Users. So, was wollen wir alles einfügen? Name, Adresse und da wollen wir natürlich die Werte, also Values, Fragezeichen und Fragezeichen einfügen. Also normalerweise würdet ihr natürlich Sum und Dude von der Website bekommen und nicht hier direkt. So, und dann können wir natürlich hier angeben, was für Werte wir auch noch einfügen wollen. Das machen wir hier einfach. Achtung, das muss ein Tupel sein hier. Das heißt, diese beiden Klammern sind auch wirklich nötig. Name und Adresse. So, und am Ende, wenn wir fertig sind und alles vorbereitet haben, dann führen wir das auch wirklich aus. Das heißt, wir sagen connection.commit. Ja, und wenn ich das jetzt ausführe,
dann steht das natürlich in unserer Datenbank drin. Ich habe jetzt hier allerdings kein Feedback oder sowas, aber ich kann es dann im späteren Durchlauf, also das ist jetzt wirklich persistent gespeichert, das bleibt auch da drin. Deswegen graue ich das jetzt oder kommentiere ich das jetzt hier einfach mal aus. Und im nächsten Schritt können wir uns dann zum Beispiel was auslesen, was natürlich auch nicht allzu schwer ist. Im Endeffekt ist es genau dasselbe, nur dass wir hier keinen con.commit brauchen, sondern wir brauchen auch wieder einen Cursor und wir müssen am Ende natürlich auch wieder die Datenbank schließen, aber wir müssen jetzt hier einfach nur sagen cursor.execute. So, und was wollen wir haben? Wir können jetzt hier quasi alles an SQL ausführen, select all from users, dann könnt ihr noch irgendwelche wheres machen oder irgendwelche anderen fancy Sachen, irgendwelche joins ausführen, keine Ahnung, sucht euch was aus, übt da einfach ein bisschen rum am besten. Und ja, was wir allerdings machen müssen, um es auszugeben, ist, wir müssen uns die einzelnen Zeilen ausgeben lassen, logischerweise. Denn es könnten jetzt hier 500.000 User drin sein und wir wollen natürlich nicht alle auf einmal ausgeben. Deswegen sagen wir hier, wir wollen den cursor.fetchAll. So, und dann schauen wir uns mal ganz kurz an, wie eigentlich Rows aufgebaut ist. Das heißt, wir printen jetzt einfach mal Rows runter und dann schauen wir uns das mal an. Okay. Ja, und wir sehen hier, Sum und Dude ist drin und das war eigentlich auch alles. Klar, wir haben mehr nicht eingefügt, aber ja, wir haben jetzt hier eigentlich auch wirklich eine Liste. Ich mache das mal ein bisschen größer hier, damit ihr das auch gut sehen könnt. Eine Liste aus Tupeln und ein Tupel repräsentiert sozusagen eine Zeile. Das heißt, der vordere Teil ist eben der Name, dann der zweite Teil da drin ist die Adresse und dann sind wir hier fertig. Und wenn jetzt zwei Einträge drin wären, dann wäre hier ein Komma und wir hätten einen neuen Listeneintrag, aber auch wieder ein Tupel aus Vorname bzw. Name und Adresse und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Eintrag hier drin ist eine Zeile. Also wenn ich jetzt Rows von 0 ausgebe, dann habe ich natürlich nur meinen ersten Eintrag, also wirklich mein erstes Element hier drin in der Datenbank. Und wenn ich dann nochmal von 0 ausgebe, dann habe ich natürlich hier den Namen stehen. Wenn ich von 1 mache, dann habe ich eben hier die Adresse stehen und so weiter und so fort. Also ja, so könnt ihr das machen. Ja, und das war jetzt sozusagen der Crashkurs, wie ihr SQL oder SQLite mit Python verwenden könnt, was ich euch sehr empfehlen würde. Ist sehr, sehr cool und funktioniert und harmoniert natürlich auch wunderbar mit Flask. Gut. Und das war es auch erstmal von meiner Seite hier in Bezug auf Flask. Ich werde vielleicht noch weitere Videos nachreichen natürlich, wenn ich noch irgendwie was Tolles finde oder was Wichtiges für euch habe. Aber das sind auf jeden Fall die grundlegenden Sachen und ich denke, wir werden da auf jeden Fall noch was finden, aber vorerst auf jeden Fall nicht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!